und seid wieder herzlich willkommen zurück bei der Anno 1503 History Edition in einer weiteren Folge, wo wir hier über unserem Aristokratenviertel herumschweben und haben die eigentlich eine Kirche? Ah, die bedienen sich hier unten an der Kirche des gemeinen Volkes. So, bauen wir erstmal auf der Seite hier weiter aus, würde ich sagen. Haben wir denn, wir haben wieder ein bisschen Material, damit wir was machen können. Wir hatten beim letzten Mal ja die Kathedrale hier hingeklatscht, ne? Und ich hoffe, dass das war kein Fehler, die da hinzubauen, weil wie wir festgestellt haben, wir können sie nur einmal bauen, auch wenn wir sie wieder abreißen. Das Spiel sagt halt, nein, du hast dich dafür entschieden und du musst mit deiner Entscheidung leben. Das sagt uns das Spiel. So, jetzt muss ich mal gucken, wenn wir hier drei haben, das geht gut auf, das ist sehr schön. Dann machen wir mal hier den hier. Und meine Nase kitzelt übrigens immer noch. Dann ziehen wir hier den mal so rüber, dann müssten wir da drüben genau anschließen, kommen dann hier lang und schließen da an. Da haben wir die Bedarfsgebäude, wo die rankommen oder nicht, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Die kommen auf jeden Fall ran und bei dem hier, auch wenn die eigentlich im Einzugsbereich sind, wir warten vielleicht mal kurz. Ob hier Kirche und Badehaus, ob das hochgeht. Pavillon geht auf jeden Fall hoch. An die Kirche ist ja hier drüben. Kirche geht, ja, okay, geht's alles hoch, sehr schön. Und bei euch geht Theater nicht hoch. Ja, da müssen wir vielleicht doch nochmal ein zweites bauen. Aber ist jetzt erstmal okay. Das Aristokratenviertel würde ich eh nicht so riesig machen. Respektive eher klein. Jetzt muss ich mal gerade mal checken. Hier, das geht nicht mehr auf, ne? Also von den, na? Ja, die sind zwei Felder zu groß. Da können wir dann nicht mehr anbauen. Beziehungsweise es würde einfach nicht gut aussehen. Und hier wäre hier quasi, da müssen wir den Zaun wegmachen, damit das geht. Damit wir da quasi synchron bleiben. Das ist auch nicht so cool. Naja, das stört mich jetzt hier, dass es so. Ja, ich weiß, wenn man nicht alles symmetrisch baut, also asymmetrisch, dann sieht es natürlicher aus und so. Aber ich bin ein sehr ordnungsliebender Mensch, was sowas betrifft. Das macht es dann immer ein bisschen schwierig. So, ihr bekommt weder Badehaus noch Dingens. Das ist natürlich problematisch. Die hier kriegen, glaube ich, noch. Bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Die hier vorne auf jeden Fall. Ich würde die eigentlich hier hinten schon gern noch weiter bauen. Wenn allzu weit können wir uns eh nicht entfernen, wegen den Marktdingern hier. Da müssten wir dann nochmal einen zweiten bauen im Zweifel. Naja, komm, weißt du was? Ich baue jetzt hier erstmal ein Badehaus in die Ecke. Ich glaube, das passt hier nämlich ganz gut hin. Und vielleicht noch ein Theater. Direkt daneben, wenn es geht. Oder auch nicht. Wo war der Haupteingang? Das ist der Haupteingang. Dann vielleicht so mit Blickrichtung in die Stadt. Dann können die Leute auch mal spontan dahin gehen, wenn sie denn Bock haben. Dann machen wir jetzt hier halt mal nicht alles ganz gerade und 100%. Aber dann sollten die Leute auch überall rankommen. Boah, das sieht doch ganz gut aus. Dann kriegen die hier auch alles, was sie brauchen. Pavillon, da kommen sie auch ran. Sehr schön. Das sollte funktionieren. Der kommt, glaube ich, überall ran. Habe ich das jetzt überhaupt richtig gebaut? Wegen Weg und so, ne? Ich glaube, ja, das musst du schon hinhauen. Der hier kommt auf jeden Fall ans Badehaus. Beim Theater bin ich mir nicht ganz sicher. Der hier kommt ans Badehaus und an kein Theater. Okay, der hier theoretisch vielleicht beides. Die Stadt hat eine Größe von 6500 Einwohnern. Nun, das Kupferdach und der Westflügel werden soeben fertiggestellt, mein Herr. Einem solch wohlhabenden Herrscher wie euch gebührt es, in einem prächtigen Schloss zu wohnen. In einem Monat, mein Herr.
In 3 Monaten werdet ihr bereits... Baut euch eine angemessene Residenz. Das hessische Anwesen. Mensch, ich wusste gar nicht, dass der Erik hier wohnt. So, dann haben wir schon wieder keine Baumaterialien mehr. Es mangelt an Ziegeln. Ja, ich wollte gerade Steinwege bauen. Das ist natürlich... Wobei, vielleicht... Oh, da ist Marktplatzende. Oder auch nicht. Ach, komm schon. Dieser Winz-Schniepel da. So, was? Das lösen wir folgendermaßen. Wir bauen jetzt hier drüben noch einen Marktplatz hin. Was gerade eben nicht ging. Ich weiß gar nicht, warum. Warte mal, vielleicht so. Ja, es reicht auf jeden Fall. Für unsere Zwecke reicht's. So, dann noch einmal hier. Und dann ziehen wir hier den Weg lang. Und müssen dann gleich noch dafür sorgen, dass die Leute wieder happy sind. Irgendwas ist da nicht so, wie es sein soll, glaube ich. Doch, eigentlich schon. So. Bin nur, glaube ich, irgendwo auf die schiefe Bahn gekommen. Das ist ja nichts Neues. So, du kommst an gar nichts. Naja, doch, du kannst an Weinstand, dann kannst du direkt deine Sorgen ertrinken. Ich glaube, ich mache hier vielleicht neben der Kirche vielleicht noch ein paar Stände. Ja, hat Ständer gesagt. Und hier so einen kleinen Eingang. Ne, dann können die Leute nämlich da durchwatscheln. Und dann packen wir hier nochmal irgendwie so ein paar Stände ran. Ja, komm, weißt du, was nutzen wir? Ne, nutzen wir das mal nicht, weil sonst ist da immer alles verstopft. Dann machen wir hier einen Nahrungsstand hin. Dann machen wir irgendwie einen Klamottenstand daneben. Dann noch ein Schmückständchen. Und noch ein Weinständchen. Kannst du nochmal ein Ständchen singen? Und dann brauchen wir noch Theater und ein Badehaus. Das kriegen wir noch hin. Ich glaube, ich versuche das mal zu integrieren. Jetzt haben wir natürlich hier wieder den Nachteil, dass wir jetzt hier so rumschwingeln müssen. Um das Ganze. Das gefällt mir schon wieder nicht so gut. Es sei denn, wir lassen hinten auch offen. So wie vorne. So hier. Ich weiß aber nicht, ob das aussieht. Das werden wir schon noch rausfinden. Machen wir das erstmal so hier. Oder wir ziehen den Zaun hier weiter. Wobei, nee, jetzt würde auch scheiße aussehen. Mir fehlt übrigens so ein Zaundurchgang. Oh, geil. Nice. Ja, die Preise, ne? Es ist schon ein bisschen teurer alles. Der Bogengang. Ah, das machen wir noch. Das machen wir auf jeden Fall noch. Aber jetzt noch nicht. Wir sparen jetzt erstmal vor allem Baumaterialien und stellen unser Aristokratenviertel hier fertig. Eines nach dem anderen. Genau, was war jetzt hier Theater und so? Warten jetzt schon wieder. Nee, den kennen wir schon. So, warte mal. Das ist ein bisschen doof. Das ist nicht weniger doofer. Oder wir bauen das hier hinter die Kapelle. So hier quasi. Ich glaube, das würde sogar nicht passen mit der Kapelle. Sehr gut. Mit der Kapelle. Ich sage immer Kapelle. Kathedrale, Entschuldigung. Ach, scheiß drauf. Bauen wir da einfach hier hin. Und noch ein Badehaus. Jetzt passen sie wunderbar nebeneinander hier. Das Spiel hasst mich. Okay, warte. Wir haben 3x3 Blöcke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das wäre hier, glaube ich. Das sieht ein bisschen seltsam aus, aber weißt du, was das lösen wir folgendermaßen. So erstmal. Und dann machen wir hier zwischen nochmal meine heißgeliebte Pflasterstraße. Damit hätten wir Badehaus und so eigentlich umgekehrt hinbauen sollen, oder? Voll idyllisch. Da und da. Das würde, glaube ich, besser aussehen, oder? Komm, machen wir. Scheiß Leute. Wir haben ja Geld. So, machen wir das hier. Nein. Einmal so rum. Die Menschen fühlen sich unter eurer Führung wohl. Und so.
Das sieht irgendwie richtiger aus, wenn das da zu der größeren Straße hin offen ist. So, dann hier Sträßelchen. Ah, Pavillon müssen wir übrigens auch im Auge behalten. Ne? Ich glaube, die hier hinten, die kommen da schon gar nicht mehr ran. Nee. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal eine Lösung finden. Ich guck mal gerade was. So, hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das würde, glaube ich, genau aufgehen. Das heißt, ich packe hier so ein Pavillon einfach mal mitten mit rein. Wo ist es denn da? Würde ich eigentlich gerne hier vielleicht bei der Kathedrale hinmachen. 1, 2, 3. Das können wir sogar mittig machen, theoretisch. Dann machen wir das auch. Scheiß auch drauf. Und dann die Ari-Häuser hier direkt daneben. Oder so drumrum, besser gesagt. Lalalala, lalalala. Da haben wir hier so ein bisschen Freiraum. Aber das ist okay, den schmücken wir aus. Wir brauchen nur erstmal mal wieder Ziegel. Wie sieht es mit den Einnahmen aus? Sehr schön. Wir müssen aber, glaube ich, langsam mal wieder ein Auge auf unsere Güter halten. Ihr braucht doch gar keine Stoffe. Dann fressen uns die Leute gerade die Stoffe vom Lager hier. Ich glaube, geht los. Wo ist denn unser Kontor nochmal? Da ist er. Hallo? So. Okay, da kam eine frische Ladung. Die wird aber nicht lange halten. Okay. Stöffchen nehmen wir erstmal raus, würde ich sagen. Nahrung sieht okay aus mittlerweile wieder. Und ich nehme das erstmal in den Einkauf. Wir kümmern uns darum natürlich drum. Wir zahlen auch gerne ein bisschen mehr. Oh, der Händler kommt gerade, warte. Und das andere waren Seidenstoffe. Hier, auch da voll Lager. Auch hier zahlen wir gerne etwas mehr. Und bekommen nahezu nichts. Sehr gut. Alles klar. Wissen wir gleich, wo wir stehen. Na gut, wir machen hier erstmal weiter. Und ich hoffe einfach mal, dass die Leute uns nicht sofort aufs Dach steigen. So. Dann machen wir einmal hier. Da. Und da. Und da. Und da. Und hier in den Weg ziehen wir dann hier einfach mal so mit rein. Dann haben wir das eigentlich ganz okay integriert, glaube ich. So. Es fehlt an Ziegeln. Macht mal hin da unten. Klopf schneller. Waren die ganzen Ziegel? Hier sind die ganzen Ziegelanlagen. Wie, du findest nichts. Da steht ein ganzer Berg vor dir. Ich will, dass du den komplett mitnimmst. Doch besagt, ey. Der sieht einfach den Stein vor lauter Bergen nicht. So. Einmal hier, einmal da. Haben wir die Ecke auch fertig. Jetzt ist das Aristokratenviertel irgendwie doch größer geworden als ursprünglich angedacht. Aber ja, gut. Das weiß ja keiner. Der Marktplatz hier muss dann auch noch weg. Beziehungsweise irgendwie verschoben werden, weil der hier oben wird nicht aus. Ah, wobei doch, hier haben wir unten noch einen. Das müsste dann doch wieder ausreichen, weil ich speichere mal ganz kurz. Spielstand gespeichert. Ah, das sieht gut aus. Ah, hier ist so eine Ecke, aber das kriegen wir noch gelöst. Dort kriegen wir noch gelöst. Gar kein Problem. Die Einwohner sind zufrieden mit euch. Ja, noch. Ihr habt ja auch noch Seidenstoffe. Ja, Klamotten müssen wir vielleicht auch ein Auge drauf halten. Wo sind die denn? Hier. Das Lager war nämlich, glaube ich, mal voll. Wir haben nur diese eine Schneiderei. Wir haben aber Tierpelze. Ja gut, Stoffe, ne? Stoffe sind jetzt ein Problem. Da müssen wir ganz dringend nachliefern. Wo ist denn unser Master of Disaster Schiff? Hier. Befehle für die Flotte, Kommandant. So, dann spähen wir doch mal ein bisschen aus. Ich mache mal gerade ein bisschen langsamer. Wurde hier bereits wieder gesiedelt? Die Antwort lautet ja. Ich glaube, es würde ihn aber nicht stören, wenn wir da auch siedeln, weil wir haben ja eh ein Bündnis mit dem. Hier hätten wir Baumwolle, aber sehr wenig Platz. Hier hätten wir Baumwolle auf seiner Insel. Aber ich glaube, der wird sich eh nicht weiter ausbreiten. Also könnten wir vielleicht hier unten ansiedeln und eine Baumwollfarm aufziehen. Ich glaube, das wäre okay. Dann machen wir das folgendermaßen.
Wir schnappen uns, warte mal, ich guck mal ganz kurz, was kosten denn die Baumwollfarmen? Farm. Baumwolle. Vorwiegend Werkzeug, dann Ziegel, dann Holz. Vorwiegend Werkzeug. Ziegel. Also Ziegel und Werkzeug sind auf jeden Fall das Wichtigste. Dann nehmen wir da entsprechend mal mit. So hier. Ne, warte mal, ich mach mal nochmal einen zurück. Dann machen wir hier nochmal dreimal Ziegel. Stimmt, da mussten wir ja ein bisschen sparen. Und zweimal Holz. Ich warte jetzt aber noch, bis wir die restlichen Ziegel reinkriegen. Wir haben jetzt 18, also brauchen wir noch 32. 32 Ziegel. Und dann fahren wir mal los zur Insel des Gelben und siedeln da auch einfach mal ganz frech mit an. Wir wollen ja nur die Baumwolle. Erstmal zumindest. So, 34, sehr schön. Und dann siedeln wir doch... Ja, komm, gehen wir hier hin. Setz die Vorsegel. Da, wo der alte Hannes zuvor gesiedelt hat, da siedeln wir uns jetzt auch an. Die Bucht hier wäre natürlich auch eine Option, aber irgendwie mag ich das hier lieber, weil es irgendwie direkt mehr an einer größeren Landfläche ist. Dann räumen wir hier noch ein bisschen auf. Und machen uns die Insel zu eigen. Naja, nicht ganz. Wie gesagt, erstmal nur Baumwolle. Wir könnten noch Seidenproduktion hier auch noch ein bisschen aufziehen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil hier haben wir nicht mehr so viel Platz. Und eigentlich sollten wir hier vielleicht auch noch demnächst ein bisschen aufstocken. Ja. Wobei, wir nehmen halt schon fast 100 Tonnen mit, ne? Ich bin erstaunt, dass sie so schnell weg sind. Ja. Ja, vielleicht auch wegen der Klamottenproduktion. Ich bin mir nicht ganz sicher. 165 Tonnen Kleidung. Ich glaube, es geht runter. Ich habe gerade vergessen, was der vorherige Stand war. Ich mache mal ein bisschen langsamer. Und dann... Warte. Gründen wir uns hier mal rein. So. Nein. Hallo? So. Dann rüsten wir direkt den Konteur auf. Ich finde es immer noch schade, dass hier kein Kontor 4 mehr gibt. Der gehörte für mich irgendwie mit dazu. Nein. So, ja gut, viel Platz ist jetzt gerade. Achso, jetzt stimmt. Ich glaube, die Kontore? Die bringen, glaube ich, keinen neuen Lagerplatz. Okay, so, warte, wir setzen hier mal den Radiergummi an. Rupfen hier erstmal ein bisschen. Nein, nicht da. Gut, viel zu rupfen gibt es hier irgendwie nicht. Da müssen wir erstmal ein paar Marktplätze bauen. Und das müssen wir ja sowieso. Wir nehmen gleich die dicke Variante. So. So, das sieht ja ganz gut aus. Haben wir auf jeden Fall hier schon mal ein bisschen Platz. Okay, ich würde dem einen Vorschlag aus den Kommentaren gerne gerecht werden, tatsächlich die Felder, also quasi die Farmen von der tatsächlichen Produktion zu trennen. In dem Sinne, dass wir quasi nicht darauf achten, immer, dass alles beieinander steht, sondern dass wir irgendwo halt die Felder haben und irgendwo ist die Produktion. Ich glaube, das spart am Ende vielleicht auch einfach ein bisschen Platz. Das heißt, Baumwolle. Och, die sind ja süß. Wo ist dein Türchen? Da ist dein Türchen. Die Einwohner sind zufrieden. Dann machen wir das doch mal so, dass wir in der Mitte vielleicht Platz lassen. Ah, der hat ja gar keine Mitte. Toll. Vielleicht so hier. 1, 2, 3. 1, 2. Ich probiere gerade erstmal ein bisschen, ne? So, dann haben wir wieder den Mini-Teil, der sich hier überschneidet. Und aber, dann können wir hier auch den Weg lang ziehen. Und die Dinger direkt anschließen.
So hier. Und theoretisch können wir hier auch einfach durchbolzen. Mache ich vielleicht auch einfach mal, dann überschneidet sich da halt kein Weg mehr. Oh. Ziel sind immer sehr schnell alle. Ich schicke den auch gleich nochmal heimwärts, damit er noch ein bisschen was holt. So. Ach komm, ich schicke den gleich mal heimwärts. Wir könnten natürlich auch hier wieder das Ding machen, ne, mit der Route. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Warte mal, wo ist denn das Schiff? Das bist du hier, ne? Nein, das bist du nicht. Du bist es. Ich pack den mal auf die 1. Es geht halt einfach nicht mehr, ne? Steuerung 1. Ah! Es geht nicht. Rechte Steuerungstaste geht auch nicht. Shift 1, nein. Alt 1, nein. Alt Gr 1, nein. Steuerung Shift 1, nein. Steuerung Alt 1, nein. Alt. Nee, Alt. Nee, warte mal. Alt Shift 1, nein. Okay. Wer seine Mitmenschen achtet, wird selbst geachtet. Ihr verdient ein Denkmal. Krass, Alter. Okay, dann halt keine Gruppierung. Ich weiß, warum kann man die Schiffe denn nicht gruppieren? Oder braucht man mehrere? Steuerung 1? Ah. Okay. Man braucht tatsächlich mehrere Schiffe, um eine Gruppe machen zu... Warum? Ich will den hier auf der 1 haben. Heul. Ah nee, nicht dich. Dich hier. Dich will ich auf der 1 haben, aber es ist mir untersagt. Na gut, dann machen wir das folgendermaßen. Nein. Oh, dieser Track, ne? Auftrag wird ausgeführt. Ah, es ist einfach meiner Meinung nach einer der besten Anno-Tracks überhaupt. Ich habe den hier direkt falsch gebaut vor lauter Euphorie. Lustigerweise halt ja auch vom ersten Teil, aber irgendwie, das ist so der Track, den ich einfach mit Anno verbinde. Das ist einfach genau der. Der ist so voller Nostalgie, das ist unfassbar. So, hier. 1, 2, 3, 1, 2. Ja, müsste hinhauen. Ich gebe dir mein Feld, auf das es dich erhält und dich in dunklen Zeiten begleitet. Was? Ich weiß doch auch nicht genau, was da los ist. So, Schiffchen ist auch da. Wir brauchen eh noch weitere Marktplätze. Was ist denn das da? Weil der eine wird demnächst sehr überfordert sein. Hat der überhaupt noch volle Feldkraft? Ja. Weil das sieht wie so komisch aus hier, ne? Ich glaube nicht, dass der... Ne, da fehlt, glaube ich, eins hier. Siehst du, da fehlt es nämlich schon. Es fehlt an Marktplatz. So. So. Okay, dann setzen wir erstmal hier oben weiter fort, würde ich vorschlagen. Ja. Ja. Nein, ich habe mich verbaut. Und ich muss husten. Moment. Ah. Was haben wir denn jetzt? 6. Ich glaube, ich baue erstmal schnell ein paar Verarbeitungsdinger hier hin, damit wir schon mal verarbeiten können. Nicht auf einmal das Lager vollläuft oder so. Ich mache einfach mal, ne? Ich glaube, 3 reichen erstmal. Das ist, glaube ich, sogar einer zu viel. Aber egal, wir bauen ja eh auch noch aus. Aber gut, eins nach dem anderen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Marktplätze. Weil sonst, der kommt da nicht hinterher, überall abzuholen. Dafür sind die viel zu schnell. Aber gut, hier drüben würde ich sagen, klatschen wir einen Marktplatz hin. Da drüben klatschen wir einen Marktplatz hin. Und vielleicht hier oben nochmal irgendwo. Aber das gehen wir dann in der nächsten Folge an, denn ich habe gerade auch schon gesehen, wir sind schon wieder bei fast 25 Minuten. Das heißt, für diese Folge erstmal Pünktchen. Ich sage an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern ein Däumchen da. Wir sehen uns wieder morgen. Ja, wenn die Zuschauer auch zufrieden sind, dann ist okay. Wir sehen uns morgen wieder um 10 in der frischen Folge. Bis dahin erstmal reingehauen. Tschüss.